Hallo und willkommen zurück bei Two Worlds. Heute bin ich mal nicht alleine, heute ist der Petter. Hallöchen! Ja, es freut mich natürlich, dich dabei zu haben. Auch wenn du mein Bildschirm etwas laggy siehst, wie du gesagt hast. Naja, es geht schon. Ich komm schon noch mit. Musst du eh mitnehmen. So, wir reden jetzt erstmal mit dem Mann hier. Du bist zurück. Hast du von meinen Taten gehört, die ich für andere Magier vollbracht habe? Magst du vielleicht auch so qualifizierte Kommentare zwischendurch machen wie ich? Dieses Mal kann ich deine Hilfe annehmen. Qualifizierte Kommis zwischendurch? Ja. Ich komme den Texten nicht hinterher, weil er bei mir irgendwie später erscheint. So. Und wofür brauchst du sie? Natürlich blöd. Nicht um meine Wohnung. Was braucht er? Hast du es nicht mehr mitbekommen? Ich auch nicht, ich höre nicht zu. Leider ist mein Lehrling verschwunden und ich muss mich um alles. Sein Lehrling ist verschwunden. Ah. Und ich höre dich gut entlohnen. Dann kümmere dich das selbst um. Zu faul oder was? Ja, genau. Also, aber wir fragen ja immer lieb, wir sind ja hilfsbereit, ne? Wir fragen also, immer, was man für einen tun kann. Bring mir eine Drachenschuppe. Eine Drachenschuppe will er. Wo soll ich denn eine herbekommen? Ach, das wäre auch schon alles. Das kann ich auch nicht sagen. Höchstens. Es gibt da diesen Außenposten der Bruderschaft nordöstlich. Naja, aber wenn er weiß, wo man sie herbekommt, wieso sucht er sie nicht selbst? Ich meine, so viel hat er ja scheinbar nicht zu tun, oder? Außer hier irgendwo in der Pampa oder in der Gosse hier zu abzuhängen. Richtig. Also rein theoretisch ist er einfach nur faul. Ja, ich will gar nicht nach seinem Experiment wissen, ne? So, ich weiß jetzt nicht, wo wir alle schon waren. Jetzt lädt die Map, sowas hasse ich immer. Jetzt lädt die nochmal. So. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich will nicht dahin. Nein, da will ich auch nicht hin. Ach, ich werde mal dahin gehen. Ich werde mal den Schnaps besorgen, ne? Bist du auf, oder? So einen schönen Schnaps. Wäre nicht schlecht. Erstmal noch ein bisschen umschauen hier in dem Kaff. By the way, vielleicht hört man's. Ich bekomme langsam auch Schnupfen, ne? Ja. Du hast mich durchs Headset angesteckt. Hasse davon. Dafür, dass du dich immer über mich lustig gemacht hast. Das hast ich weiß nicht, wann ich mich lustig gemacht habe nee, über dich. Ich auch nicht. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wie komme ich hier raus? Nee, du hast dich natürlich nie über mich lustig gemacht. Mm-mm. Mit einem verschnupften Hallo und so sage ich dazu jetzt einfach mal. Das kam von dir. Ah, nee, genau. Ein verschnupftes Tschüss kam von mir. Ja, Entschuldigung, da habe ich mich wohl vertan. Ja. Ja. Der disst dich nämlich immer selbst, denkt aber, dass ich das dann war. Ja, so ja. Schaut's nämlich richtig. Aus. Ja, 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 ja. So, wir benutzen mal hier den Teleporter. Wem sind wir weg? Und da sind wir schon wieder. Tut das nicht weh, in so einem Licht zu spawnen? Weiß ich nicht. Du musst doch blinden, der Mann. Für die Augen ist es bestimmt nicht sonderlich gut. Ist hier überhaupt noch jemand? Hallo? Ja, da sind sie. Zaun. Ich grüße dich. Mein Handy. Willst du mir grundlos attackieren? Nein, will ich nicht. Ich will Schnaps. Ah, wie ist doch so wurscht, schade, dass du zurückkommst. Was ist jetzt mit den 5 Flaschen? Was ist jetzt mit den Flaschen? 50 Goldstücke, ein guter Preis. Das verstehen uns was? Nö. Trink einen auf mich. Mach ich. Auf mich. Da wird er wohl nicht nein sagen, der gute Mann. Nee, auf keinen Fall. So, und jetzt wurde hier der Typ hier vorne noch vom Banditen überfallen, oder Pet? Du schaust ja mein Let's Play auch schön. Richtig. Schauen wir nochmal. Wenn das im letzten Part war, dann weiß ich es nicht. Nee, ist es nicht. Ist schon länger her. Noch nicht. Ich zähle auf. Nochmal. Was soll ich jetzt für den machen? Unsichere Straßen. Die Straße nach Tabakin wird von Banditen unsicher gemacht. Ein Händler aus Convengor hatte ich gebeten, das Problem zu lösen, damit die Alkoholschmuggler ungestört passieren können. Nach Straße nach Tabakin. Ist das Tabakin? Ja, ne? Boah, jetzt muss ich da lang. Hast du ja nicht so ein Bildschirm, wo du weißt, wie viel Prozent du schon abgeschlossen hast? Ich glaube nicht. Vom Spiel? Weil ich meine, du weißt nicht, wie viele Nebenquesten es gibt, oder? Ja, es gibt ja so gesehen. Noch Nebenquests. Ja, nee, rein theoretisch weiß er das wirklich nicht. Aber apropos, wir gehen erstmal nochmal eine Runde Skill hier. La 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 la. Ey. Oh. So. Ich weiß nicht, kann man durchschauen hier. Inventar. Magie. Ich soll F9 vielleicht nicht drücken. F5.
Nee, sowas gibt's ja wohl nicht. Ja, hast du so einen Ruf, aber das ist jetzt auch nicht. Hm. Kampfstatistik hat's auch. Guck mal, wie viel ich schon geschwommen bin. Geschwommen. Nicht geschwommen. Geschwommen. Geschwommen, hm. Geschwommen, ja. Ja. Das ist ein Wort, was du nicht kennst. Hab ich dir wieder was wie gesagt, bei dir lernt man ja nie aus, das ist ja das Gute. Und an die Zuschauer mal so hier, Kevin hat mir erzählt, dass er bald ein Let's Teach machen möchte. Ja, richtig. Ich habe es ja damals vorgeschlagen, mehrmals schon, und ich denke, jetzt möchtest du auch eins machen. Ja, stimmt das. Es wird jetzt bald kommen, Let's Teach Deutsch. Ja. Mhm. Und wann kommt hier so Fußballwissen und so? Fußball, ja, das kommt auch bald. Wir haben auch Fußballmanager 2012. Genau. Was eine Überleitung, oder? Lob. Hammer, richtig gut gemacht. Danke, danke. Das ist auf jeden Fall unser Plan. Deine Mutter will hier durch. Nur ein Reisender. Meinst du, die hatten schon damals Muttersprüche? Ja, doch, bestimmt. Ich bin schon groß. Damals gab es auch schon Mütter. Echt? Ich gehe mal von aus. Na, das ist aber eine gewagte These. Mhm. Ich komme, um dich zu warnen. Solltest du es aber... Nein, ich bin vor allem ein böser Junge. Dann okay, weil ich bin mal ein böser Junge. Der will mir wehtun, nice. Der Mann. Der will mir wehtun. Oh. Dafür kriegt er jetzt von meinem Donnerschwert hier ein auf die Fresse, dieser doofe Idiot. Oh, du lässt nicht irgendwie weh? Von einem Donnerschwert einen auf die Fresse zu kriegen? Ich glaube, er schläft nur, stimmt das? Ja, getötet habe ich ihn aber auf jeden Fall nicht. Hm. Nee. Zum Glück. Ja. Du hattest gemütlich, der wacht schon ein paar Stunden auf. Ja, ich glaube auch. So, ja, jetzt dürfen wir wieder zurücklatschen. Ja. Also, wenn Danny aufwacht, was dann? Mhm. Aber wir waren ja gerade... Schnell hier. Du hast gerade Fußballmanager angefangen. Genau. Die super Überleitung hast du da hingekriegt. Ja. Unser neues Projekt, auf die es immer noch keine Antwort gibt, habe ich gesehen. Es hat zwar viele Views, aber... Ja, Views hat es wirklich einige. Also, aber wie... So denken sich nur, ja, diese Idioten. Die freuen sich so, yeah, Fußball Let's Play 2012, obwohl das noch gar nicht raus ist, gehen auf das Video und dann, Info. Ist die Straße nach Tabakin sicher? Ist sie sicher? Ich habe mich um den Kerl gekümmert. Gute Arbeit. Nun kann der Schnaps wieder fließen. Nun kann der Schnaps wieder fließen. Wenn wir ihm einfach so blind vertraut, ne? Rein theoretisch, ne? Ich meine, der könnte jeden Scheiß erzählen. Weißt du, der einfach mal um das Dorf umgehen können? Und dann sagen, hey, ich hab ihn erledigt. Ja, rein theoretisch, ne? Ich meine, gut, aber das habe ich mir auch schon... Naja, aber... Also, ja, ja? Ich habe mir das aber auch schon oft gedacht, so rein theoretisch gesehen jetzt, ne? So, ja. Ja, natürlich habe ich den getötet. Belohnung abkassieren und gut. Das ist so... Ja, aber weißt du, damals, ne, da haben sich die Leute noch an das gehalten, was sie gesagt haben. Ja, das ist heute ja eh nicht mehr der Fall. Die waren noch nicht so weit mit der Boshaftigkeit bis heute. Genau. Nee, aber ich denke mal so... Das ist in anderen Spielen schon irgendwie besser gemacht, dass er immer als Beweis irgendwann bringen muss, falsche Taste. So dass ich so den Kopf des Zwerges. Kennst du dich ja mit aus, du stehst ja auf, Zitat, Feenspiele. Jo, absolut, ich liebe Feenspiele. Ich habe gehört, du willst als nächstes wieder so ein Feenspiel spielen, wenn du damit durch bist. Ja, aber bis ich... Das erste, oder? Bis ich damit durch bin, ne? Das wird aber jetzt schon einige große Zeit dauern. Wo bin ich denn hier? Vielleicht bist du bis dahin kein Let's Player mehr, ja, oder? Richtig. Wer weiß. Also ich wollte mir die Ruine hier mal angucken. Mal schauen, vielleicht werde ich ja getötet. Hahaha. Nein, aber ich denke mal, das ist ja mal so eine... Das ist ja mal so eine Sache, ne? Das, sowas ist ja hier so fast endlos, aber da kriegst du schon echt einige Parts zusammen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir 2015 hier noch Let's Playen werden. Mhm. Jo. Und, nur würde es gar nicht klappen, denn nächstes Jahr geht ja die Welt unter, wie alle wissen. Nicht wahr? Ja. Oh. Bei dir geht's eh jetzt schon. Du so blöder Schamanisch-Tier. Was bist du? Genau.
wollt ihr denn alle? Hä? Ich ficke euch. Was ist ein Metzel? Ein Grom-Etzel. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, typisch. Das ist ja nie was. Mal ja. Sehen. Ich hab jetzt Standbild. Ah, nee, jetzt geht's wieder gut. Ah, haben wir hier ein bisschen Grom-Etzelt. Das ist schon so lustig, dass schon was traurig ist. 7. Wie ich mir das? 7. Nee. Truhe öffnen. Mal sehen, ob ich das aufkriege. Guck mal, Gold. Dietriche. Zauber. Hi. Hab ich da Kälteschaden drauf? Nee, ne? Was ist denn da? Kälteschaden noch? Hab ich nicht gerade gesagt, dass es ein Blitzschwert ist? Was laber ich denn da? Bisschen was Donner gelabert. Was laberst du denn da, Blitzschwert? Das ist ja gar kein Blitzschwert. Lügner. Was geht denn mit euch? Stirb. Tja, das war's wohl. Um nochmal ein bisschen off-topic zu labern, beziehungsweise Fußballmanager. Wie vereinen wir das eigentlich mit Minecraft vom Zeitmanagement her? Ach, wir werden dann schon hinkriegen. Glaube ich. Maybe. Ist klar, dass wir nicht von beiden jeden Tag ein Part bringen können. Wir werden das dann wohl. Vor allem nicht, weil wir noch die Einzeldinger am Laufen haben. Dann mal los. So, dass wir halt nicht mehr jeden Tag jetzt was online bringen. Vielleicht hören wir ja mit Minecraft auch ganz auf. Wir können uns das einfach noch überlegen. Wir sind ja Feuerskelett. Wir warten einfach mal die Views von FM ab. Feuerskelett, ey. Kann ich dich töten? Bist du sehr stark? Alter Schwede, ja, die halt die Fresse, geh weg. Okay. Ja, da hat man wieder das Overpowerte hier gesehen. Die haben mir mit einem Schlag mehr abgezogen, als ich ihm mit gefühlten 20. Gut. Das lassen wir. Was mache ich denn jetzt? Hast du ein Pferd für mich? Zufällig? Ja? Das ist doch schön, dann gib mal her. Dankeschön. Bitte. Denn ich habe keine Lust, die ganze Zeit jetzt rumzulaufen. Wo habe ich mein Pferd eigentlich geparkt? Ey. Ja. Ja, nee, ich weiß echt nicht mehr, wo ich es gelassen habe. Ich habe irgendwo mal hin... Ja, ich habe irgendwo mal hin... Such mal nach den Parkplätzen, vielleicht steht's da irgendwo. Kann natürlich sein. Ja, du hast doch gesagt, du hast es geparkt, also muss es irgendwo auf einem Parkplatz sein, oder? Oder stehst du im Halteverbot? Also ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ich möchte da jetzt rein mit zum Met. Oder Met. Was suchst du hier? Lass mich durch. Na, immer diese Monologe. Es erzürnt mich, dass ich nicht weiß, wo mein Pferd ist. Aber... Ist da kein Weg, das zu finden oder so auf der Map? Das ist hier oben. Oh. Kaga-Clan-Teleport. Ja, da guckst du, ne? Haha, guck mal! Ich finde, man sollte sich auch mit Pferd teleportieren können. Würde alles einfacher machen. Du stehst aber im Halteverbot, ich stand das auf ist dir klar, ne? Halteverbot. Aber hier, Das macht dann hier 4 Punkte in, Stadt da halt, ne, die es da gibt. Der Vorteil ist natürlich, dass sich das Ordnungsamt nicht oft hierher verirrt. Und da haben sie das nämlich ja nicht gesehen. Hatte ich wohl einen Vorteil. Ja, wir haben jetzt genug Zeit, da ich jetzt einen weiten Weg reiten muss. Um über irgendwas Interessantes zu reden, fällt dir irgendwas ein? Jo, gestern Stefan Raab verliert zum 2. Mal in Folge. Ja, das läuft gerade bei mir im Hintergrund. Die Wiederholung. Bei mir auch. Schon wieder der abgeluste Mann ist jetzt nicht mehr so gut in Form, ne? Der Mann wird alt. Momentan. Kann er nichts für.
Die Metzgerhose bringt kein Glück mehr. Meinst du nicht?